Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr... Sora? Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kairi erzähle. Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Komm doch mit ihr irgendwann ins Nimmerland. Dann kann sie selber ausprobieren. Wenn man daran glaubt, kann man alles schaffen. Stimmt's? Ich werde Kairi finden. Ich weiß es. Ich möchte ihr gern so vieles erzählen. Über das Fliegen, die Piraten und was sonst alles passiert ist. Was ist Naseweiß? Was ist mit dem Glockenturm? Was soll denn da sein? Es war sehr leichtsinnig, sie ohne ein Schiff hierher zu bringen. Vergiss nicht, wer sich zu sehr auf die dunklen Mächte verlässt, den kann es das Herz kosten. Ein Überlebender. Seine Welt ging unter, doch nicht sein Herz. Als wir die Prinzessin aus seiner Welt verschleppten, ist er ihr offenbar durch schier Willenskraft hierher gefolgt. Aber fürchte dich nicht. Es wird dir nichts geschehen. Er ist deinen Kräften nicht gewachsen. Meinen Kräften? Ja, den ungenutzten Kräften, die in dir stecken. Es ist nun an der Zeit, mein Kind, die Kräfte zu wecken und ihre Macht zu erkennen. Peter, gehst du wirklich ins Nimmerland zurück? Leider. Doch wir können uns jederzeit sehen. Aber nur, solange du Nimmerland nicht vergisst.
Oh je, sie fängt schon wieder an zu kochen. Tu mir einen Gefallen. Pass gut auf sie auf, ja? Was?